es zieht übel. Ja. Jetzt haut er ab. Jetzt vergiften wir alle. Ja, ab zum bisschen zum Glück an. Ja. Das ist schon weg, Alter. Wer Zeit hat, kann noch schnell gucken. Ich zeige Ihnen mal, wie es wohl mit Aluminium reagiert. Dann müssen wir mal sehen, wenn das mit Metallen zusammenkommt, was dann passiert. Ne? Weil es sieht ja so harmlos aus. Oh, hoffentlich sind die Tauben jetzt auf dem Dach nicht gerade. Das hatte man nämlich schon mal. Das gleiche, was mit ihrer Finger auch passiert, wenn sie das vermischen. Ich brauch mal. Alter. So reagiert es dann mit ihrer Hand. Okay. Das Problem ist, dass das jetzt mit Wasser nicht löschen dürfen. Ne? Jetzt entsteht Aluminiumbromid und das reagiert wieder mit Wasserexplosionsart. Also dieser Dampf, der ist an und für sich harmlos. Und was, und wenn man es gegen die Finger bekommt, was soll man dann in dem Falle machen? Wenn sie Reduktionsmittel haben, so wie das Thiosulfat, ist gut. Ich würde sie nur drüber pinkeln. Da habe ich sie noch Hand.